Ich meine, die beiden sind ja jetzt auch einfach auf einmal. So. Ja, das ist echt weird, dass die halt irgendwie auch null miteinander interagiert haben. Ich hab echt null miteinander. Yo, ich brauche Hilfe. Okay, ich helfe dir. Okay, wir verreisen jetzt für immer miteinander. Okay. Ja, das ist weird. Goldstade. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht. Eigentlich wolltest du zu Odette. Ich weiß immer noch nicht, wer Odette ist, aber... Ah, hier, Kammbruch. Da müssen wir hin. Ja, da, das Bild da dran heißt, das ist unsere Quest. Nicht, dass wir da sind. Das ist unsere Quest. Weil wir sind hier. Ja, aber du kannst halt auch einfach erstmal die ganzen anderen Leute abholen. Ja, ich kann jetzt hier lang gehen und alle holen. Also gehen wir jetzt nach Gold... Nee, das ist Pflasters. Goldkacken? Was? Pflastersten. Sonnschat. Klarach. Repetiden, Felsfall, Kambo, Zwaki. Das ist die coole Bogenschütze. Ja, die musst du holen. Flammhult. Filia. Ja, ich gehe aber jetzt hier lang. Ja. Dann kann ich hier lang. Ja, dann hol halt erst den Lame Dude. Ja, eben. Boah, dann muss ich aber. Boah, die Storys von dem Alter. Eigentlich dachte ich mir das ja anders. Das ist kein kurzes Spiel, wa? Nee. Wäre so ein langes Spiel. Was ist das? Let's do this. Ich kann nicht entziffern, was das ist. Das ist ein eine Katze. Ah, jetzt ja, weiß ich's. Die hat so den Kopf so nach hinten gedreht und steht mit dem Rücken zu. Nee. Die hat so einen Beutel. Steht auf dem Schwanz. Ja, die steht auf dem Schwanz, aber die hat so einen Beutel. Now I got it. Und dann hat die aber auch so einen Schnabel. Nee, das ist kein Schnabel. Das ist der Beutel, den die dabei hat. Das ist ein Beutel. Nee, das rote. Das ist ein Khajiit. Das ist ein Halstuch. Hä? Das hier ist der Mund. Das da. Nein, das ist doch, das ist der Mund. Das, dieser Punkt hier. Ich zeige jetzt mit dem Stift drauf. Das ist der Schnabel. Guck dir mal. What the fuck? Nein, du siehst das falsch. Was? Das hier ist der Mund. Das ist ein Auge, das nach da guckt. Hier ist die Nase. Das sind die Ohren. Das ist der Kopf. Und das ist der Beutel, den sie festhält und sich so über die Schulter gelegt hat. Hey, was, wo ist der Mund bei dir? Da. Ich kann meine Sicht nicht umstellen. Doch, musst du aber, weil das ist richtig, wie ich sehe. Kennst du das, wie diese Trickbilder, wo man so die alte Frau und die junge Frau sieht? Ja, ich kann das nicht umstellen. Wenn ich einmal was gesehen habe, fixiere ich mich so sehr darauf, ich kann das nicht umstellen. Deswegen konntest du auch die Wörter nicht mehr anders hören, so wie da bei dem einen Ding. Hm. Ja, mein Gehirn kann das... Das ist nicht schlimm bei mir. Okay, Wind macht dem gar nichts. Aber für mich ist das ein komisches Schnabelwesen. Boah, nein, das ist kein Schnabel, das ist eine Katze. Klauschi-Dingsi und es hat einen grünen... Ich bin nein. Und sie haut ab. Das ist noch nicht erkannt. Ich hab's richtig erkannt. Okay, wenn du das sagst. Die Katze hat doch keinen Schnabel. Ja, eben. Schnabelding? Ein Tiger oder so. Ja, es war gestreift, war es auch noch. Stimmt. Aber nur hat irgendein Schnabelvieh gesehen. Ich hab da... Da links! Nix links! Da links war so ein Schnabel! Serkan! Was ist kaputt mit dir? Einiges. My turn now. Ich hab das schon richtig erklärt. Ich kann halt echt schwer umstellen. Ihr hattet kein Bier. Das oh, 0 Bier. Aber 3 oder 4 Bämbel. 3. Ist die Optik nah? Nee, die Optik lässt schon seit meinem 5. Lebensjahr nach. Tötem. Tötem. Der Burn. Ready or not, here I come. Ready or not, here I come. Du hast schon gut zu sagen. Ja. Ja, genau. Yep. Das ist so im Schnurrer. So kleine Wodka. In der Muttermilch. In der Muttermilch, in der Brust. Und immer noch keine Leberschäden. Das ist schon die 5. neue Leber. You should have studied harder.
der Ausweichmanöver anmachen, aber ich muss Level 20 erreichen, sonst kann ich die Story nicht weitermachen. Ja, du musst doch erstmal alle Dudes holen. Willst du das sowieso noch? Soll ich mir noch Kartoffelecken in den Ofen tun oder nicht? Antwort ist immer ja. Ja, ich würde sagen, Antwort ist standardmäßig. Das Gewissen ist immer nein, aber die Antwort auf sowas ist eigentlich immer ja. Ja, bis gleich. Ofen ist an. Hast du ihr das gemalt? Oh, bitte. Was? Oh, ich hoffe, er hat einen Screenshot gemacht und ihr das nachgemalt. Was? Die Katze. Die Katze? Oh, bitte. Sonst mach ich das. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich erkenn's nicht. Bitte. Ist das auf Discord? Ja. Ein Screenshot? Oh, ich seh's! Oh Gott, ja. Oh mein Gott, ich seh's! Wo hab ich denn Schnabel gesehen? Oh, sieht so anders aus auf einmal. sie hat die Vision bekommen, endlich. Jetzt erkennst du es auch, ne? Jetzt kann ich das andere nicht mehr sehen. Ja. Weil du jetzt das Richtige gesehen hast. Ja. Gut. Hä, aber wie hab ich das... Jetzt hast du nachgemalt. Nein, der hat... Ach, er hat nur Kopf, Fuß. Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht gebraucht. Ich habe direkt auf das Bild geguckt und nur gedacht, oh, das ist eine Katze. Wow. Oh. Wie hab ich das denn vorher gesehen? Das Spiel ist bisher okay. Wir sind halt noch relativ am Anfang, deswegen kann man da noch keine endgültige Entscheidung treffen. Oh, Gefahrenstufe 4. Glaube ich, darf hier nicht sein. Weil ich meinen Kopf, Jute, Sack und Füße habe ich vorher auch so gesehen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sterbe, ist das, weil hier Gefahrenstufe 4 ist. Ich habe nur irgendwie links einen Schnabel gesehen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Oh. Ja, du hast vergessen auszuschneiden. Aber nicht schlimm. Okay, das geht noch. Oh, fuck it. Kann ich mit Boost nehmen? Mit Boost kann ich ein Objekt. Also, es ist nicht ganz dieser Bravely Default-Ding, weil bei dem BP, bei Bravely Default, konnte ich auch mehrere Sachen gleichzeitig machen. Let's try this. Und eigentlich muss ich Bravely Default zweimal zu Ende spielen. Eins zu Ende gespielt. Ja. Hab ich damals angefangen und nie zu Ende gebracht. Weil ich irgendwie den Flair nicht gespürt habe. Z ist so ein doofer Buchstabe. Wieso hat bei euch sowas? Ich weiß nicht. Warum gibt's jetzt zweimal ein großes SZ? Ja, aber jetzt nicht auf meine. Ich meine auch nicht. Ich muss es mal kopieren. Das hat auch Bogenschwäche. Das ist ja nett. Fahnenstufe sowas wie ein Mindestlevel? Kann auch sein, ich weiß es nicht. Müsste ja irgendwann Gefahrenstufe 20 da stehen. Das nicht vergessen. Nicht? Bietest du das gerade? Steingrad Rippetiden. Sonnenschatt. Guck mal, man kann auch hier hin, aber hier ist nichts. Also gehe ich jetzt erstmal nach Olberic. Ja. Nach Pflastersten. Ach, Lamy Dude. Lamy Ritter Dude. Vielleicht ist der cool. Ritter Dudes sind nie cool. Warte noch auf den ersten Ritter Dude, den ich cool finde. Wow. Wow. Step right up. Final Fantasy hatte bestimmt einen. Keine Elektroschwäche. Auch. Habe ich auch. Letztendlich überlegt. Ich überlege, welcher Ritterdude für eine Fantasy vorhanden war. Mach ich nochmal Blitz, das war doof. Ah, oh, okay. Hier einen fand ich gut. Ah, gut. In Dragon Age. Aha. Nee?
Was? Ich weiß nicht mehr, wie ich hieß. Der war so Vanilla eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich den mochte. Aber wahrscheinlich dumm und dumm. So wie jetzt auch. Granatapfelessenz habe ich bekommen. Warum soll man die Kartoffelecken immer auf die Schale stellen? Ja, voll anstrengend. Und was ist, wenn die keine Schale haben? Ja, wenn sie von beiden Seiten noch im Ofen knusprig. Aber nicht auf der Seite, wo sie draufstehen. Mhm. Eines, es gibt immer eine Seite, wo sie nicht knusprig werden. Man müsste erst schwebende Dinge erfinden. Stell dir vor, man erfindet einen Ofen, der das Essen schweben lässt. Wow. Der so ein... Oh, wie cool wäre das? Ich würde sowas kaufen. Wieso sagst du wow? Weil ich mir schwebende Kartoffelecken im Ofen vorstelle. Ich finde es so dunkel hier. Ah. Oh mein Gott, ich hasse dich. Nee, wir hatten eine LED-Leistung, das ist nicht gut. Ich habe sogar zwei. Das ist nicht gut. Das ist zu viel Spaß damit. Ich mag Licht. Ich merke schon. Guck mal. Wie chillig das... Oh nee, das ist nicht das chillige Licht. Ich meine, ich wusste das ja, aber ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ah, das ist schönes Licht. Das ist so blau. Wieso ist es so blau? Findest du das jetzt nicht gut? Nee. Macht mich ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Warum? Weil es so kalt ist. Ist nicht kalt. Es ist kalt. Merkst du, es warm? Hier, guck. Es ist kalt. Du bist kalt. Zum Licht. Du bist zu warm zum Leben. Du bist ganz schön grausam. Ist zu hell, das ist zu blau, das ist ein Schnabel. Genau. Das ist ja, womit ich den ganzen Tag rumrenne. Moment, ich muss eben das Licht fixen, weil Lou sonst so jammert. Ich muss jetzt eben das Entspannen-Licht anmachen. Wollt ihr die ganze Zeit blaues Licht um euch rum haben? Wirklich? Ihr entspannen. Blaues Licht ist kalt und unangenehm. Ist das besser? Nein. Das ist das Entspannen-Licht, was du letztens gut fandest. Das ist das Entspannen-Licht, was du gut fandest. Jetzt finde ich es nicht mehr gut. Verarscht mich. Das? Mach mal das blaue drüben aus. Nee, das hier ist dann nur angewiesen. Hä? Das hier hat dich doch jetzt gestört. Nein, ich hätte das da drüben stört mich. Wie, das stört dich? Ja. Wenn ich so mach? Oh, besser, ja. So. Jetzt habe ich es gelb gemacht, weil du musst alles gelb leuchten. Ich mag warme Farben. Lass mich. Aber rot magst du nicht. Nee, rot ist zu aggressiv. Lila auch nicht. Ich mag passiv. Lila ist schon wieder zu kalt, oder was? Ja, Lila ist schon kalt, sprich. Aber ich mag Lila an sich, aber ich mag es halt, weil Licht ist dann halt gleich so überall. Marot, was zu dir? Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Ich weiß auch nicht ganz genau. Ich weiß nicht, was du damit ausdrücken willst. Ich weiß auch nicht. Ich bin vorsichtig mit meinen Aussagen. Ich sag dazu mal nichts. Wow. Ich teile mir ein Bett mit ihr und jetzt, wo ich Bett sage, fällt mir ein, dass Luna was tun muss. Ja, ich muss das noch überziehen. Upsi, Bad. Ich weiß immer noch nicht, wo du die Lampe aufbewahrst. Im Schrank. Schrank ist eine sehr präzise Aussage. In der Mitte oben im Schrank. Ja, aber da war kein Laken, da war nur Bettbezug. Ach. Mein Gummibettbezug? Mein blaue Bettbezug? Was ist das denn da für ein Sandarm? Ist das grau hier in Lachs? What next? Ich guck nachher. Ich beziehe es nicht, aber ich guck nachher. Wow. Oh, Ice! Pierce them through! What to do? Wir gehen windschwach. Auch nicht. Gegen was ist das schwach? Es ist Stein. Stein ist immer gegen Wasser schwach. Oh. Wie Pokémon. Und eigentlich sind Vögel immer gegen Elektro schwach, aber irgendwie auch nicht. An interesting dilemma.
Hm. Aber wir sind nicht im Pokémon. You don't say. Wackadillo. Mal Analyse. Das ist ein Amadillo nur. Wow. Weißt du? Verstehst du? Voll der Wortwitz. Ja, verstehe ich nicht. Hab ich nicht verstanden. Ahaho. Also, ich kann ja diese Falken weg. So, Rockadillo. Was ist das? Ist das Gift? So was habe ich nicht. Doch, Gift oder Psychostab ist immer irgendwo. Doch, Pokémon. Mein Gott. So angepisst von allem. Du willst ja auch Leute abstechen. Bist du angepisst von alles und jedem? Alles. Allem. Deutsch Exe don't worked. Ich brauch so einen Artikulierungsstein. Artikulierungsstein? Pflastersten. Schöne Farbe. Was, gelb? Bin ich hier wie mein Farbgeschmack gemobbt? I've done my research on you. Licht? Ach, guck mal, die mögen Licht nicht. Mal ausprobieren. A gift for you. Not bad. What to do? Nur schade, dass... Aber doch, wir kriegen die down. What is the logical course of action? Sehr schön. Schade, dass ich nicht so viele Lichtsteine habe. Aber Ratten sind schwach gegen Licht. Ich finde das gut, dass man nach und nach hier, wenn man die Gegner öfter trifft. Ich dachte eigentlich, hier wäre nur eine Kiste. Jetzt gibt es hier noch tausend Wege. Schreikraut. Wenn man die Gegner nach und nach trifft. Wieso geht's denn jetzt hier noch weiter? Oh, nicht ein Rockadillo. Warum Rockadillo? Warum? Warum Rockadillo? Warum? Why so much Rockadillo? Ich könnte das sogar noch beschleunigen, indem ich Analyse zauber. Also Rockadillos sind ganz schön anstrengend, weil ich die halt echt nicht brechen kann. 92% Chance. Erstmal beklauen. Kann ich halt nur mühselig runterkloppen. Das ist so wie so Slime-Gegner treffen in Final Fantasy, wo man kein Mana mehr hat. Physischen Attacken drauf kloppen will. Es war also einmal ein Rundgang. Okay, gut, danke, dann gehe ich jetzt hoch. Halt, stopp. Ach, verdammt. Ich habe das Safe-Ding. Ich übersehe die Safe-Dinger. Oh nein! Aber ich will sie klatschen, weil EP. Er ist auch gegen Gift-Dings. Was ist denn das letzte? Wind. Ah, okay. In meinen Augen wenig Sinn, weil Falke in der Luft rumflattert. Aber egal. Jetzt müssen wir den Rockadillo verprügeln. Ja. Ich brauch den Rittertypen für die Rockadillos. Einfach damit ich meine Schwäche benutzen kann gegen... Oder eine Axt. Hat dir wehgetan. What is the logical course of action?
Was rutschst du hier so hin? Warum sind alle so gemein zu mir? Der ist gemein. Sagen alle, mach türkis, mach rot. Keiner gelb. Keiner sagt schöne warme Farben. Friedlich sind. Beruhigend. Ich finde blau auch beruhigend. Blau ist auch Ruhe. Nee, blau ist kalt. Blau steht für die Ruhe. Blau ist bibba. Ein hellblau, ja. Ich mach schwarzes Licht. Die Wolle der in diesem windgepeitschten Land gezüchteten Schafe bringt auf dem Markt einen hohen Preis ein. Ein verborgenes Objekt gefunden. Ich mag blaues Licht. Es leuchtet blau. Wow. Ich mochte blau noch nie so richtig. Ah. 40% YOLO. Oh, verdammt. Dann studieren Neffeln. Muss es ja irgendwie leveln können. Bevor dass er dann einfach den Blut die ganze Zeit an den Start und versucht, irgendwas rauszufinden und start einfach und dann nur so, what the shit is mit dir? Was er dann zum Hauptmann erlitt, dieser ehemalige Söldner eine Kniewunde, die ihn zwang, seinen Beruf abzugeben. Tag und Nächte wanderte er durchs Land. Überall die Kniewunden. Ich hab auch eine Kniewunde. Ich hab eine große Kopfwunde. What? Ich hab echt eine Narbe am Kopf. Hier oben, hier. Das sind überall Narben. Am Arm auch. Dummes kleines Kind. Jupp! Yep. Nein, das ist gemein. Ich hab einfach nur geschlafen, mir ist nichts passiert. Das ist ganz schön gemein zu mir. Ich hab nicht mal dein gelbes Licht kritisiert. Was? Ich hab's sogar angemacht. Das ist, danke schön. Ja. Aber das ist nicht wirklich gelb, das ist mehr orange. Das da, das ist orange. Möchtest du das Licht hier oben jetzt auch auf deinen Wunsch einstellen? Auf orange machen? Ach, orange. Der Blue jetzt sieht. Ich hätte ein Vorher-Nachher-Foto vom Wohnzimmer machen sollen. Wohnzimmer? Ja. Weil das ist jetzt so viel Farbe. Mit dem du deinen Kram da verteilt hast. Ja. Wow. Ist ja auch nicht schwer. Vorher war alles so grau und schwarz. Und jetzt ist es auch immer so. Aber ist ja nichts in deiner Laune geändert. Nee, aber ich mag's. Mach mich glücklich. Ich will ins Haus rein. Da ist was drin. Warum haben wir hier überhaupt. Kannst du es auch ausmachen? Ja. Ich finde weiß nicht eklig. Alexa, Studio an. Okay. Dann gehen meine Webcam-Leuchten an. Alexa, Studio aus. Okay. Danke, Alexa, danke. Verborgenes Objekt. War gerade taghell hier im Raum, nur damit ihr wisst, was abging. Jetzt gerade finde ich es ziemlich dunkel, weil es gerade kurz sehr hell war. Wow. Was machst du denn? Ich hab leider nicht die Leuchten von Philips geholt, die LED-Streifen, die man auch mit der App steuern kann, weil die waren mir dann doch zu teuer. Nein. Wenn du mir Weihnachtslichter damit besorgen kannst, dann bin ich vielleicht ein Fan. Aber vorher bin ich noch nicht überzeugt. Ich hab obskuren Bogen bekommen. Okay. Alter. Verringert gelegentlich Elementarangriff des Ziels. Es ist ein Ausrufezeichen, wo ich nicht drankomme. Das triggert mich, weil das in der Hütte ist, wo der vorsteht. Geht ihr davor? Räuberbande. Wegen der Räuberbande. Bist du der Typ? Bist du der? Das ist Alberic. Der sieht anders aus als gedacht. Oh. Diese Räuber. Nur Schurken nehmen ein wehrloses Kind als Geisel. Halt durch, Philipp. Ich komme. Philippe. Mein Name ist Alberic und er ist ein Krieger. Hier im Bergdorf Pflastersten im Hochland
Leiht der anderen sein Schwert. Pflasterstein wäre zu langweilig. Der einst stolze Ritter verbirgt seinen wahren Namen und seine leidvolle Vergangenheit. Oh, oh nein. Da er alles verlor, um das sich zu kämpfen lohnte, eines Tages tauchen Räuber in diesem Dorf auf und Philipp, mit einem P und einem L, ein Junge, der ihn bewundert, wird entführt. Ich finde, der Name Philipp ist richtig schlimm. Es gibt Philipp mit zwei L, es gibt Philipp mit zwei P, dann gibt es Philipp mit einem L und zwei P, dann gibt es Philipp mit einem L und einem P, dann gibt es Philipp mit zwei L und zwei P. Ich mag den Namen allgemein nicht so. Diesen Weg braucht er ebenbürtige Verbündete. War immer noch besser als der. Werdet ihr Ulrich mitnehmen? Ja. Ja. Ja, weil sonst überspringen wir das, haben wir ja gelernt. Oh. Oh, der hat mal ein großes Schwert. Vor 8 Jahren. Teufel auch, ist er ein Mann oder ein Tier? Oh. Sephiroth. Ich meine, wenn die immer nacheinander gegen ihn rennen, ist das nicht so schwer. Oh, ich bin in die Klinge gelaufen. Die unbeugsame Klinge von Hornburg. Eisenberg. Findest du lustig, dass Ritter immer so deutsche Namen haben? Ulbrich Eisenberg. Gut, dass der nicht Reinhard heißt. And so to business. Who will be the next to die? It's you who'll be dying. Look about you. We have the numbers. Ja, aber ihr rennt nur immer einer. Enemy reinforcements on the left flank. To Sir Ulbricht's side, men. The Blackguards have had their way for long enough. George! Mein George! It matters not. We're done here. Wir sind eine Armee aus 8 Leuten. What the fuck? Wieso rennen die jetzt weg? Weil es so viele waren. Die waren die nicht 8 gegen 8? Nein, die waren weniger. Da waren sie 8 gegen 7. I feared we would be too late. Nothing I couldn't handle. Can you hold this position? Aber Ulrich zählt für 5. You make for His Majesty's camp, sir? Just so. Our foe attacked from both flanks. We have no orders from the crown. His Majesty is well guarded, sir. Sir Erhard is with him. I know this. Erhard. Oh, die Szene habe ich gesehen. Oh nein. Oh, ich weiß, was passiert. Oh nein. Hat Northern Lion einfach mit dem angefangen? Nein, ich habe bei Cry geguckt. Ach, bei Cry. His Majesty is in no danger. Ich habe da nur so ganz kurz reingeguckt. Warum fängt Cry mit dem langweiligsten an? Nee, der hat schon eine Stunde gespielt gehabt, als ich da reingeguckt habe. I would know how the battle unfolds. Besides, word from the king always lifts the men's spirits. As you wish, sir. We will hold this ground. Be safe, and may the gods guide your blade. And yours, Sir Ulbrich. Heavens have mercy. His Majesty's own guard, slain to the last man. Who could have done such a thing? Kann es nur gewesen sein? Keine Ahnung. Where is Erhard? Das ist nicht gut, wenn du weißt, was passiert. Ich meine, wo ist Erhard? Ah, nein. Es war Erhard. Es war Erhard! Wo ist Erweich? Erhard, what is the meaning of this? Das war antiklimatisch. Ja. Ich laber nicht, ich mache jetzt einfach. Tschüss. Hau rein. Oh. Have you not eyes? The king is dead by my hand. What madness? What treachery is this? No madness here. We call it treachery, if you will. You a friend, a brother. Nein, it's good guy, bad guy.
How many times did we cross swords like this in the practice yard? And how many times have I told you? I see your every move, your every strike before it falls. As I see yours. Ah, but you've not seen everything. I saved one trick for the day I knew would come. Ich mach mal einfach meine Hose auf, da bist du abgelegt. Wow. Wowie. Er macht den nackten Mann. Oh nein. Und er wurde verletzt. Nein. The same dream. Wie nein? Ja, ich meine halt, er träumte nur. Er träumte nur. Er träumte nur von seiner Vergangenheit, nehme an. What is it? Hey. Cryvins. How did you know it was me, sir? Cryvins. One must always be on his guard. Hotspins. Even when he rests. Yes, a knight. No, I am no knight. Just a man with a sword. If you say so, sir. But there's lots of men what carry swords that can't do half of what you do. Ich bin der kleine Junge, der den jetzt aufmuntert. Ja, aber oh, I almost forgot, er ist ein kleiner Junge. The headman's looking for you. Der so viel nach einer Frau klingt. He wants a word. Der kleine Junge klingt he nach Frauen. Say about what? Ja, ich meine, kleine Jungen werden oft von Frauen ja synchronisiert. Aber das klingt halt so hart durch. Das ist so lustig. Yes, sir. Yes, sir. I'll go on ahead and let him know, wenn ich nicht auf den Namen geguckt hätte, hätte ich echt gedacht, Sven. You know the kleines one. Mädchen. How many years has it been since Hornburg fell? My liege lost. My land in ruin. I wandered aimlessly. After a time, I came to this village. Here, I earn my keep as a hired sword, hiding behind so another komisch, man's name. Das ist alles in so einem komischen inneren Monolog passiert gerade. Defending the villagers from bandit raids. Teaching young men. Lustig, dass sie es doppelt hervorgehoben haben, indem sie die Sprechblase so mit so Strichen, Punkten gemacht haben und die Klammern. Und die Klammern. Ja, aber wer denkt, niemand denkt so. Niemand denkt so, ach ja, meine Vergangenheit. Das ist so. Ups. When that blade fails to save my sworn liege, what does that make me? For years, I've asked myself that question. No answer still. At least, not one. Stell dir vor, du hältst so einen inneren Monolog, wenn du Hunger hast. Pass auf. Stehst auf? So nach jedem Satz so, oh, aber ich bin hungrig. Aber damals! Na, also. Verdammt, ich bin hungrig. Aber ich habe kein Essen im Hause. Also muss ich mich jetzt anziehen und los zum Laden. Dort werde ich Dinge kaufen und vielleicht Personen sehen. Dann, wann, dann werde ich meinen Weg zurück bestreiten. Und ich denke mir einfach nur, Hunger einkaufen, essen. Hunger einkaufen. Ach nee, einkaufen ist so anstrengend. Habe ich einfach Hunger die ganze Zeit? Okay, ich habe einfach Hunger die ganze Zeit. One thing I do know is that I owe this village. Jetzt redet er mit sich selbst. A debt I intend to repay. But that's enough brooding for one morning. Aber das ist ja alles nur für Storytelling. Ja, ich meine, sie mussten es halt irgendwo hinpacken. Ja. Und deswegen haben sie es so, aber... Aber wenn man darüber nachdenkt, ob man das in echt macht, nein. Das ist sehr unnatürlich, ja. Berg, Sir. Berg, Herr Berg. Der Berg hier. Ho there. Morgenpatrouille her, keine Meldung. Keine Meldung. Es ist nicht Tresser. Es ist nicht Tresser, was? Also zweit, sonst fehlt doch immer nur einer, die Runde zu machen. Yes. Ja, Herr. Der Dorfvorsteher hielt es für besser, weil sich in letzter Zeit Räuber in den Hügeln aufhalten. Erst gestern wurde der arme Händler wegen seines Geldbeutels gemeuchelt. Was für ein scheußlicher Anblick, Herr. Offenbar ist es tot. Das ist gefährliche Zeit, man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich hörte, sucht der Dorfvorsteher mich. Just so. Ach, das hätte er erwähnt, Herr. Er müsste noch auf dem Platz befehlen. Das sich Fenster ist auf, ne? Und wir haben gleich 11 Uhr. Shit. Du darfst nicht mehr so laut synchronisieren. Oh, das ist aber schwierig, ich kann nur laut. Ja, ich merke schon. Wenn ihr uns nun entschuldigen würdet, Herr, Morgenpatrouille Runde fortsetzen.
Du bist immer so drin. Ja. Sonst macht's ja keinen Spaß, wenn nee, man kein, nicht drin ist. Kein Fun. Wenn man draußen ist, was ist kannst du denn? Du kannst doch gar nichts. Du hast keine Y-Fähigkeit, du bist nutzlos. Was kannst du? Irgendwas. Bedrohen. Toll aussehen. Dem Haus ist immer noch ein Ausrufezeichen, weil ich es vorhin aufgedeckt habe, aber ich komme nicht. Du bist der Dorfvorsteher. Wer? Oho. Dorfvorsteher. Berg, da seid ihr ja. Ich heiße echt Berg. Einen guten Morgen, Herr. Anne ist Philipps Mutter, die musst du machen. Ach, einen guten Morgen, Herr. Die ist alt, die kannst du gesonnen reden. Ja, das ist besonnen. Guten Morgen euch beiden. Philipp sagte, dass ihr mich sprechen wollt. Ah. Ja, richtig. Ich komme zur Sache. Es gibt Berichte von Banditen in den Hügeln. I see. Ich sehe, habt ihr die Patrouille verdoppelt. Oh, richtig. Yes. Und ich hatte auch auf eure Unterstützung gehofft. Die Angst vor einem Hinterhalt der Banditen hält die Dorfbewohner von den Hügeln fern. Wir können weder nach den Fallen schauen, noch Brennholz sammeln. Brennholz, so, so. Das Holz, das hier unter uns liegt, ist kein Brennholz, müssen Sie wissen. Gelinde gesagt, eine ganz missliche Lage. Wir mussten schon Schafe verbrennen. Was? Überlasst das mir, wo kann ich diese Diebe finden? Hast du gutes Fleisch dran? Verbrennen die nicht die Schafswolle. Einfach. Ich fürchte, die genaue Lage ihres Verstecks kenne ich nicht. Ich habe ein paar Männer auf die Suche geschickt, aber... Berg, Sir. Könnt ihr in der Zwischenzeit vielleicht die Miliz exerzieren? Ich wollte es mild sagen. Die Miliz exerzieren. Unsere Männer sind kühn, können aber einen Schwertknopf nicht von einer Pike unterscheiden. Wenn ihr versteht, was ich meine. As you wish. Ich dachte, dieser Salat. Oh, hat ja echt eine Zeile oder was? Ah, nee. Ach, her! Wenn es keine zu große Last ist, könnte mein Philipp vielleicht die Ausbildung mitmachen. Wenn er gewillt ist, dann bin ich es auch. Er ist mehr als gewählt, Herr. Das versichere ich euch. Er drängt mich schon seit Wochen, euch zu fragen. Der hat zu müssen. Scheiß Blag. Echt ein tapferer Junge. Er hat Schneid und Ehrgeiz. Und er könnte schlechtere Männer zum Vorbild wählen als den Herrn Berg. Oh. Und seit mein Mann gestorben ist, im Krieg, TM, damals, TM, war, war ihr never wisst changes. Schon. War never changes. Es ist nur, der Junge erreicht ein Alter, in dem mein Vater dringend vonnöten ist. Oh, wait, 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 Frau Philipps Mutter, das geht jetzt ein bisschen schnell, also ich... Also, hey, was? Ja, genau. Oh, oh nein, das diese, ich hab's genau ich richtig Ich wollte damit nicht sagen, dass, ich hab's... Ah, hast du es jetzt auch verstanden? Nein, ich hab erst anders gedacht und das war ein bisschen... Mein Mindset ist genau richtig mein für dieses Mindset Game. Mein Mindset ist ein bisschen kinkier als das Spiel, deswegen... Euer Junge ist gepasst. Bereits sehr angesehen im Dorf. Es wäre mir eine Ehre, ihn auszubilden. How can I ever repay you? Nein, zu freundlich, Herr. Dann ist das entschieden. Bildet den Jungen gut aus und sorgt dafür, dass er seine Mutter stolz macht. I see. Das werde ich. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Nutzt die einzigartige Aktion des Charakters. Was hat er denn? Duelle! Ja, voll. Fight them all. Fight, bitch. Fight. Okay, ich habe euch nicht gebeten, mich aufzufahren. Jetzt kämpfe ich gegen den. Ich verprügel jetzt du, den Dorf. Du verprügelst jetzt den armen alten Mann. Der dir nichts getan hat. Mit deinem Schwert. Holy fuck. Und jetzt drei Runden lang stärker. Ja, nee, die Charaktere finde ich immer langweilig. Was? Die Charaktere? Finde ich immer langweilig? Ja, die... Halt, hier. Ich warf mich und hau auf Leute drauf. Ja. Ich finde da noch cool. Oh, ich kann den Boost benutzen, warte mal. Ich nehme mal Klima. With each battle, I grow strong. Tröstender Samen. Ah, das ist gut. Dem alten Mann geben. Was mach ich da jetzt? Jetzt kann ich aber ins Haus und das scheiß Item holen.
Ich habe eine Kriegslanze bekommen. Arme Dude! Bring den ins Krankenhaus! Ich werde das ganze Dorf vermöbeln. Ja. So kleine Kinder verprügeln? Oh, bitte. Nein, leider nicht. Ach fuck, das ist Philipp. So stark werde ich eines Tages auch sein. Und kann ich Philipp verprügeln. Ohne Axt. Stangenwaffen kann er auch. Perfekt. Muss der alles kann? Muss der nicht alles kann? Hallo, Herr Berg ist hier. Ihr lasst mich nicht in euer Haus? Kein Problem. Oh, der Stark. Der hatte viele Dinge. Oh shit, da habe ich nicht geguckt. Das kam unerwartet. Der zerstört mich. Ist das nicht irgendwie Level 1 oder so? Der zerstört mich jetzt. Scheiße. Der one-hitted mich. Hätte ich nicht gewone-hitted. Das war ein Tweet. Ups. Gasthaus. Please. Ups, ist das Wirtshaus? Wo ist das Gasthaus? Da oben. Ich müsste mal kurz. Ich werde danach nicht geheilt, wenn ich gestorben bin. Okay. Das war zu stark. Olbrak. Aber ich will doch jetzt nicht jeden. Also ich kann auch nicht jeden aufs Maul hauen. Dem schon. Einmal gucken, was es bringt. Wenn ich die einfach so verprügel, wenn die hier rumstehen. Oh, ist das eine Frau? Sieht so weiblich aus. Stahlverteidigung. Ich meine, Lala hatte das gleiche Problem wie ich. Wie kann man da eine Ente sehen oder ein Schnabelvieh? Da war kein Schnabel. Ich weiß nicht, wo ihr da einen Schnabel gesehen habt. Ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich den gesehen habe, weil ich jetzt die Katze sehe. Aber da war ein Schnabel. Nein. Level up. Ihr Furzen. Wenn ich hier rein. Konnte ich wahrscheinlich vorher auch. Bronzerüstung. Ich habe das Gefühl, wir sollten wirklich tatsächlich mal Rüstung kaufen, weil ich finde so wenig. Naja, du hattest ja auch nicht wirklich Dungeons oder so. Du bist einfach nur von. Und gerade deswegen sollte ich vielleicht erstmal welche kaufen. Schon wieder Schluck auf. Was ist denn kaputt bei dir? Ist nicht das Zwerchfell? Das Zwerchfell, nicht das Trommelfell. Weißt du, wo das Trommelfell ist? Ja, im Ohr. Das hat nichts mit deinem Hals zu tun, dein Trommelfell. Ne? Ich weiß das Zwerchfell, aber ich hab Trommelfell gesagt. Ich kann Philipps Mutter verprügeln. Oh, ich muss gerade weinen, weil mein Gehirn kaputt ist. Verprügel jetzt Philipps Mutter. Okay, tu das. Let us fight with honor. Schön, dass das Ganze kommt auf YouTube und die Leute können das noch hören, wie du... Oh nein! Schneid es raus! Oh. Ja, ich nehme mit Zwick das Trommelfell auch immer, wenn ich Schluck auf... Ich denke, ich bin so hohl. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ein bisschen gut. Weil kann auch gut sein. Ja, weil dann hat niemand Erwartungen. Richtig. Das ist eigentlich Hey, Philipps Mutter ist voll stark. Ja, ich verprüge gerade Philipps Mutter. Weil sie jetzt verdient. Oh, Philipps Mutter ist voll stark.
How about this? Now then. With each battle, I grow stronger. Hier verlevelt man gut mit dem. Jetzt liegt sie hier erschlagen im Haus. Dass sie dann auch noch da so fliegt. Der holt nicht mal irgendwie so. Oh, ich muss mit denen kämpfen. Hier, mit denen muss ich sogar kämpfen. Mit den Wachmännern. Ja, Triton ist sogar. Warum findest du das gerade so fragwürdig? Victory shall be mine. Goro das geliked hat. Goro bei. Das liked. Oh, was? Wieso likest du Dinge nicht, die Goro liked? Weil ich anders sein will. Bringt nichts her, wir sind kein Gegner für eures Gleichen. Bist du zaghaft, es ist wichtig, sie selbst zu schützen, das stimmt. Jedoch wirst du keinen Kampf für dich entscheiden, wenn dir der Mut abgeht, auch zuzuschlagen. Wie das sagt er, er liegt da und redet mit uns. Verprügeln wir den Wachmann auch. Was ist diesen grünen? Die muss ich verprügeln. Die wollen das. Die wollen das wirklich. Das ist meine Quest. Die wollen das. Ich meine, solange sie ein Safe Word haben, ist ja alles okay. Safe Word. Nudelsuppe. Nudelsuppe. Oh. Ich level dadurch. Mich macht das glücklich. Nicht mal schlecht, du. Schon wieder erwischt. Greifst sehr kühn an, stehst aber zu ungeschützt da. Ein schlichter Konter zwingt dich schon zu Boden. Daher gib Acht auf das Gleichgewicht, und zwar immer und überall. Gleichgewicht, in Ordnung. Ich versuche mir das zu merken, Herr. Und jetzt sehe ich Sternchen. Anwesend, bin aufgestanden. Abgesehen davon könntet ihr euch... wunderbar irgendwo... Oh, da ist ein Katzi auf der Bank. Ich glaube, das ist ein Eichhörnchen. Oder eine Katze... Es könnte eine Katze sein. Die macht Katzenbewegungen. Die macht ja. Wenn ihr Seite an Seite kämpfen würdet. Indeed. Genau das habe ich auch gerade gedacht, Herr. So. Mehr als die Summe der Teile, nicht wahr, Herr? Was sagst du, Freund? Seite an Seite kämpfen? Zwei Köpfe sind besser als einer, was? Stimmt etwas nicht, Herr? Was? Nein, entschuldige, das ist eine gute Idee. Übt gemeinsam, dann werdet ihr eines Tages fähige Soldaten sein. Ach, da siehst du die Katze! Herr. Beide gehen jetzt auf Patrouille, mit eurer Erlaubnis. Ja gut, tut das. Haut rein. Ja, jetzt ich bitte. Oh. Will jetzt auch verprügelt werden? Hier gibt's ein Problem, Kind. No. Bist du nicht bereit? Du musst erstmal an deiner Technik arbeiten. Erste Technik ist oder so. Wachsen. Ja. Och. Absolviere die Übung, die ich dir gezeigt habe. Das sind schon bald erste Probekämpfe möglich. Du hast Talent, Junge. I do? Hab ich das? Hab ich? Nicht viele Jungen deines Alters erlernen den Umgang mit dem Schwert so schnell, und ich habe schon viele ausgebildet. Priven. Potzblitz. Mein Vater. Ihr wisst schon, von uns gegangen. Herr... im Krieg gestorben. Ah, okay. Hört ihr davon? Mutter hat sich seitdem um mich gekümmert, ganz alleine, Herr. Aber bald werde ich ein erwachsener Mann sein. Und dann werde ich mich um sie kümmern. Um die Katze. Sie kann sich glücklich schätzen, einen so tapferen Sohn zu haben. Kleine Schlecki-Katze. Hey, dann versteht ihr jetzt, warum ich stärker werden muss, Herr. Ich muss meine Mutter beschützen und alle anderen im Dorf auch. Vor allem die Katze. Nach dem allem, was sie für mich getan hat, schuldig ihr das. Auch ich stand einmal in der Pflicht, jemanden zu beschützen. Hab versagt! Ah. Herr? Nichts, Junge. Nur alte Erinnerungen. Übe fleißig weiter, dann wirst du bald ein starker Mann sein. You got it. Vielleicht sollte ich mich im Dorf umsehen. Warum sind die alle umgefallen? Keine Ahnung. Irgendwie kann ich mit niemandem mehr reden. Was ist hier passiert? Lady? Why, hi. Was seid ihr durstig? Oh. Oh, die ist strong. Die macht dich platt.
never tried it. Ich hatte nicht mal die Idee, Madame. Räuber, wir werden angegriffen, ist eine Frau. Euer Berg her! Räuber aus den Bergen! Oh Gott. Was? Reden Frauen ich gehe woanders hin. Mist, die Schilde halten mich auf, rauszugehen. Ach, da oben sind auch Berge. Unten und oben sind Berge, so Mist. Diese dreckigen Bauern nehmen sich ganz schön was raus. Wir sind in der Überzahl, umzingelt sie. Piraten, Räuber. Treibt ihnen eine Klinge in den Rücken, bevor der Hauptmann herausfindet, dass Schweine hier hinten uns aufgehalten haben. Was? Ach, was ihr wollt, die dreckigen Hunde. Sonst kommt ihr nicht vorbei. Verdammt, die Schweine hinten wissen, wie man kämpft. Habt sie gut abgewehrt. Jetzt übernehme ich. Und wer bist du wohl? Das ist ein dummer Name. Du hast einfach den Teufel rausgelassen. Das glaubt, so dass er es mit uns allen aufnehmen kann. Hat also eine schicke Klinge, hm? Ich kenne deinesgleichen, Heckenritter. Ich habe schon viele von deiner Sorte erledigt. Ich sagte, der hier bedeutet Ärger. Indeed. Ihr habt beide recht. Ich bin nur ein gewöhnlicher Heckenritter mit keinem nennenswerten Namen. Wenn ihr aber Ärger haben wollt, dann könnt ihr ihn bekommen. Zum Mausen schäle ich die Zunge raus. So nach Pokémon. Die Musik, ne? Ja. Genug Geschwafel. Spiel es wie ihn auf. Oh Gott. Habe ich die Mates dabei? I will not fail. Nope. Now then. Guck mal, die haben Aufwind. Sind ja auch draußen. Ach so, die dürfen das. Ja. Ach süß. Ich finde das nur lustig, dass die Gegner-Sprites sind immer so viel größer. Ja, ne, damit sie gefährlicher wirken. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich das mag. I will cut you down. Oh. Halt größer und detailreicher. Ja, detailreicher nicht unbedingt. Finde ich. Ja, ich finde, die sind vom Stil halt anders. I will cut you down. Irgendwie finde ich das gerade nicht mehr. Boah. Also, okay. With each battle, I grow strong. Mag ihn. Er bumst weil Gegner er weg. Dinger wegklatschen er bumst kann. Die voll weg. Du weißt, wie man die Klinge füllt. Ja, aber wir sind hier noch nicht fertig. Wenn der Hauptmann davon hört, bist du ein toter Mann, hörst du? Das werden wir sehen, nicht wahr? Hilfe, mein Junge! Hey, lass mich los, du Hässlicher! Das war die Frau. Das hättest eigentlich du machen können. Jetzt keine Lust mehr. Schnell für mich. Oh, Birkia! Sie haben Philipp in ihrer Gewalt! Jetzt verarschst du sie aber. Ein bisschen. Mein armer Philipp, er wollte mich beschützen, aber diese Tiere. Vielleicht sollte ich doch lesen. Verdammt. Vergib mir, es waren so viele und... Tut jetzt nicht zur Sache, wir müssen den Jungen retten. Endlich kennen wir jetzt ihren Unterschlupf, eine Höhle tief in den Bergen. Indeed. Dann los, weiß Gott, was sie ihm antun werden. Wartet. What? Aber Herr, wir müssen etwas tun, sie könnten den Jungen umbringen. No. Wenn jetzt geht... Wer wird dann die Frauen und Kinder beschützen, wenn die Diebe zurückkehren? So würdet ihr ihnen nur in die Hände spielen. Gute Güte, gibt's denn nichts, das wir tun können, Herr? Ich werde den Jungen holen. Alleine? Aber Herr, selbst ihr? Ihr bleibt und bewacht das Dorf. Zumindest bis ihr sicher seid, dass sie nicht zurückkommen. Vorsteher! Musst du sie so verarschen? Nein, ich bin nur sehr besorgt. Achso. Ihr seid die einzige Hoffnung für den Jungen, für uns. Für den Jungen, für uns. Schafft ihr das Berg? As you wish. Die Sache ist so gut wie erledigt. Oh, Heaven. Bitte, Herr, bring den Wohlbehalten zurück. Das kannst du auch leise besorgt sein. Nein. Ich gebe euch mein Wort.
schreist die halbe Nachbarschaft. Hast du schon mal eine leise, besorgte Frau gesehen? Ja. Und deshalb muss ich mich auf den Weg machen und den Jungen vor diesen Räubern retten. Was sagt ihr da? Ihr wollt mir helfen? Ihr seht aus, als ob ihr euch auf dem Schlachtfeld behaupten könntet. Es wäre meine Ehre, euch einen Verbündeten zu nennen. Philipp wurde zur Räuberhöhle im nördlichen Dorf gebracht. Wir müssen uns beeilen. Guck mal, das ist dieses Zusammentreffen. Die reden miteinander, er erzählt seine Geschichte. Und dann so, deswegen müssen wir da jetzt hin. Und dann er hat sie aber sehr schnell erzählt. Und er hat sehr schnell zugestimmt. So, yo, da ist der Dude, ich muss den retten. Okay, wir gehen. Okay. Alles klar, wir gehen. Klingt nach fun. Wir können Räuber tothauen. Ich bin dabei. Alles klar. Wanna play. Wanna save vor allem. Komm, wir haben schon ein kleines Grüppchen. Beste Charakter ist immer noch Tressa. Berkser. Berkser. Berkser ist gut. Die Räuber halten sich in jener Höhle versteckt. Es ist gewiss sehr gefährlich, ja. Bereitet euch gut vor, bevor ihr aufbrecht. Ja, ja. Was geht? Berkpass.